So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved. Jetzt nach dem Zeitraffer, seht ihr ja, ich habe eine ganze Menge Eisen. Rips, da kann man jetzt direkt anfangen, das Ganze hier so zusammenzulegen. Ah, das reicht gar nicht ganz. Jetzt. Und noch eine Runde Ferris brauchen wir. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Stellen wir die mal hier auf. Haben wir noch Builder Swans? Muss ich mal kurz schauen. Ja, jetzt nämlich ziemlich nützlich. Nein. Und da haben wir keine Truhe mehr. Okay, scheißegal. In der langen Zeit, wo ich jetzt gelabert habe, hätte ich es auch schneller von Hand aufgebaut. Ach Mist. Immer auf den Boden setzen, sonst hüpft's nochmal hoch. So. Nein. Ach, gerade sag ich's noch. So, nächster Stack. Ach komm. So. Und nächste Runde. Ich hoffe, dass da genügend rauskommt am Ende. Jupp, das war's. Und ich habe kein Glück auf keiner von den Pickaxes. Probieren wir es halt mal, ob wir da noch Glück drauf bringen. Crafting. Nein, hier. Der hat doch so viele. Ja, funktioniert. Ja, machen wir es kurz. Ja, egal, machen wir es auf die umständliche Weise. Muss ich jetzt 64 mal das Ganze hin und her überstimmen, bis ich das Ganze hab. Wie viel sind wir? 40, das ist gerade mal 1. Hätte ich das davor gemacht, bevor wir das Ganze abgebaut haben, hätten wir da einen Haufen Glück drauf haben können. Warum ich das jetzt hier mache, anstatt am Crafting Table? Weil der Crafting Table habe ich gerade zugebaut. Wenn das Gesäge genauso auf Nerven geht wie mir. Oh man. Na komm. So, fertig. 128 sind drauf. Kann ja nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Los. Klong. Und das Ding ist kaputt. Schauen wir mal, wie viel dabei rumkommen ist. Ja, müsste eigentlich schon reichen. So, das ist Crushed Iron auch noch zusätzlich. Ja, würde ich sagen, passt. Haben das Ganze mit Ferris auch noch. Hat das Ding ja nicht so viel ausgehalten. Check ich zwar nicht, aber egal. Nicht beschweren. Ich weiß nur, dass ein Haufen Zeug, dass ich jetzt einen Haufen Zeug habe. So, 20. Und durch das Glück, das wir da drauf haben, bekommen wir immer mehr raus. Müssen wir später noch Glückshammer bauen. So, 48. Ach komm, das wäre genau Aufgang. So, 28 Stück. Jetzt müssen wir die ganz. Oh, das müssen wir jetzt wieder aufbauen. Ich baue kurz einen Builder's Wand und repariere das Ding. Ich glaube, da war Flint als Repair Metal. Jo, passt. Holz da. Ich habe der ganze Stein jetzt wirklich in den Keller geräumt. Ich habe gar nichts mehr oben, doch. Ach, da habe ich noch. Kein Problem. Wenn man sein Auge aufmacht. Naja, da kann ich keinen hinsetzen, sonst fällt er auf den Boden.
Immer unten, dann oben. Das Thema ist weiterhin der Fall. So. Das jetzt hier noch und das hier noch und das hier. So, 5, nee, 6 Stück noch. Fertig. Jetzt sind wir gespannt. Jawohl. Da ist doch gut was dabei rumkommen. Ganz so viel brauchen wir. Ah, doch. Ah. So. 0,16. Nochmal einen halben. Passt. Jetzt müssen wir das Ganze bloß nur durch Ding jagen. Invar, wie viel Invar brauchen wir denn? 14, es gibt 28. Ich habe Sorting Pipe auch schon angeguckt, weil das wäre auch noch, werde ich auch noch brauchen, weil das sehr interessant ist, mit denen dann das Ganze zu machen, statt mit, beziehungsweise mit einer Node und einer Sorting Pipe musste ich das dann machen. Dann wird es richtig interessant, dann kann ich da richtig schön das Ganze raussortieren. Ja, jetzt. Wie viel Invar waren wir brauchen? Wir brauchen 4 Magmatic Engine. Das heißt 8. 14, es gibt 28. Wir gucken mal einfach, wie weit wir kommen. Ui. Ist das Sand? Ja. Jawohl, noch ein mehr. Jawohl. Ich hoffe, der schlägt jetzt raus. Dann wollte ich hier noch Ding machen. Fluid Ducts. Ich glaube, das reicht. Den Rest lassen wir mal hier. Dann die Crucibles müssen wir mitnehmen. Ein Eimer. Biber Bucket. Da haben wir sie. Sind schon wieder bei. 7 Minuten, okay. Geht noch. Geht noch gut. 8000 Lava. Da hat jemand nicht wirklich hier aufpasst. Finde ich aber sehr gut. Jetzt können wir das Ganze hier gleich richtig aufbauen. Ja, stimmt. Da muss ja so viel Lava drin sein. Ich bin auch Depp. So, fertig. Die Seite ist fertig. Zwei, drei. Ah, jetzt haben wir da keine Lava mehr. Wir brauchen kurz einen Block. Ja, das machen wir schon mal so fertig. Dann geht das hier rum, hier runter, hier. Na komm. Hallo? Das habe ich befürchtet. So, aber ich kann auch, doch, ich kann unten durchlaufen, jawohl. Dann kann man den hier wieder abbauen. Zerstören wir den jetzt? Nee. Gut. Dann der erste, der zweite. Da war noch keine flüssige Lava, glaube ich. Jetzt brauchen wir aber wieder. Ups. Rein damit. Jetzt brauchen wir wieder Pipes. Haben wir überhaupt noch eine davon da? Ah, doch zwei haben wir noch. Gut. Sehr gut. Das reicht fürs Erste. Und hier haben wir auch noch mal Eisen. Das ist noch besser. Jetzt brauche ich aber noch mehr Alu. Für die Pipes dann. Und dann können wir gleich im gleichen Zug auch noch Gold machen. Deswegen würde ich sagen. Wurscht. Da unten schmilzt ja schon eine Runde. Nee, wir müssen jetzt geschwind runter. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd.
Warte, gleich verstehen wir. Warum? Nicht M. Komm mal. Ist auch eine dumme Taste, wo ich da eingestellt habe. So. Und fertig. So. Entschuldigung. Das gibt uns leid. Ach doch, 135. Gerade wollte ich noch sagen, das gibt uns eigentlich gar kein. Gar nichts, wenn ich das abbaue. Ja. Habe ich mich getäuscht. Sehr gut. Wie komme ich jetzt da hoch, ohne dran zu verbrennen? Ah. So. Yay! Aber da haben wir jetzt gleich wieder einmal Lava. Ich muss nur warten, bis das hier fertig ist. Ah, ne. Doch, muss ich. Weil sonst verbinden die sich gleich nicht, weil hier überall Lava drin ist. Und dann kann ich das Ganze wieder abbauen. Deswegen muss ich da geschwind warten. So. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt noch kommen. Von dem da will ich die Lava. Okay, so werde ich auch drauf kommen. Was haben wir jetzt eigentlich alles durchgelassen? Ein paar Bricks. Oh Gott, viel zu viele Bricks. Was soll denn das für eine Smeltery dann machen? Oh ja. Also da können wir das größte mögliche Smeltery aufbauen. Weiß gar nicht, was das größte ist. Können wir auch mal gucken. Einfach nur so zum Spaß. Na komm. Ja, da ist jetzt auch noch dran. Oh. Das Ganze nur zweimal. Nebenher sollte ich einen. Ja, die hier laufen ja jetzt mit. Wo steht denn? Melting Speed 2. Das sind ja schon deutlich schneller als die normalen. Als die mit Fackel. Deswegen ist das ganz okay. Obwohl. Schwuppdiwupp. Ich baue jetzt die Smeltery voll fertig. Dann kann ich alles auf einmal reinbomben. Jupp, jupp, jupp. Zack. Egal, wenn die Fackel nahe weg ist. So. So, jetzt kann ich da nur mehr reinladen. So. Ja. Das war's dann mit nach oben bauen. Bloß nicht reinfallen. Will hier nicht in Flammen aufgehen. Will keine Statue von mir haben. Ups. Ja. Fertig. Ich glaube, da ist ein paar Salz da oben drin. Iron, Iron, alles rein. Also da ist jetzt eine Menge drin. 800, 800, 400. Nee, 500. Na komm, mach schneller. Und das Ganze noch mit dem Cobblestone-Generator in Verbindung ist perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall dann nur Glas. Fluid Ducts brauchen wir nachher noch. Einmal hier hin, dann stelle ich hier das Barrel auf. Einmal. Ich will es eigentlich bis dahin treiben. Sieht aber dann scheiße aus.
Aber wenn ich es hier direkt drüber baue, ist es auch nichts. Ah, doch, das kann man schon machen. Barrel. Eine Engine, zweite Engine. Dritte Engine. Zack, zack. Zack. Na, passt das auch. Dann muss ich bloß, dass es hier oben ins Barrel reingeht und hier aus dem Barrel raus. Barrel raus. Dann machen wir noch eine Barrel Roll. So, ein hier noch hin, ein hier noch hin. Die zwei Dinger hin und dann geht's los. Extract. Extract. Und jetzt geht's wirklich los. Extract. Und da ich die hier noch nicht eingestellt habe, ist da jetzt Lava drin, aber das geht jetzt doch raus. Nein. Extract. Extract. Fertig. Also, jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Ja, lädt sich langsam auf, aber da ist so viel Zeug, der verbraucht es viel zu schnell. Aber dann kommt hier gleich dermaßen viel Eisen durch. Ja, ich muss da nicht jetzt direkt hier Alu reinschmeißen. Jetzt produzieren gerade nur 3 Barrels gleichzeitig. Ja. Disabled. So. Da ist einfach zu viel Lava drin. Das wird alles hier benötigt. Eisen und Alu ist, glaub, keine Verbindung. Ne, Kupfer, Eisen und Obsidian. Das war's aber dann. Gut. 23 fürs erste, 99 sind wir jetzt schon. Das reicht schon. Wir hätten 288 braucht. So, jetzt bekommen wir auch noch Invar rein. Gold ist jetzt andere Frage. Jo, das Gold kann man dumm mit Silber vermixen. Sehr schön, auch noch rein. Das läuft schon mal. Dann muss ich oben mal gucken, ob ich genügend. Was brauche ich denn jetzt als erstes? Wie mache ich es denn jetzt am dümmsten? So, eigentlich sollte ich hier noch ein Sichtfenster einbauen. Das würde so vieles cooler aussehen. Aber ich habe jetzt schon alle Bricks umgearbeitet. Dumm. Ja. Jetzt haben wir schon mal 14. Was ich nicht hier unten habe bis jetzt, ist eine Crafting Station. Das fehlt mir auf jeden Fall noch, muss ich holen. So. Wo sind sie denn? Da. Dann brauchen wir die hier. Die hier brauchen wir genau 3 Stück. Da ist dann nämlich das Perfekte dran. Dias. Das reicht nicht. Wir brauchen 16? 18? 8 Autohämmer, ja. Dann brauchen wir 16. Stickies. Und das restliche Zeug, was wir eigentlich dann brauchen, ist Glas. Die 3 Siebe. Eine ganze Menge Holz. Crafting Stations. Dann brauchen wir eine ganze Menge von dem hier, von dem hier. Ich habe nur ganz viel Sand zum Kochen. Müssen wir machen. Weil ich brauche ganz viel Glas noch.
Gut, dann würde ich sagen, wo ist unsere Crookie? So, da haben wir auch wieder einen Haufen Samen bekommen. Jetzt gibt es erstmal wieder Äpfele. Dann wird erstmal wieder Bäume zerstört. Dass wir da davon auch genug haben. Dann kann ich diese Folge nur anfangen, das Ganze aufzubauen. Also fertig waren wir auf keinen Fall. Einmal in der Mitte stehen von den vier. Schwupps. 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 Na komm. Dauert so lang. So, zack, zack. Ich will neue schöne Bäume hier haben. So. Dino. Und dann gehe ich kurz zur Monsterfarm, da war ich jetzt schon ganz schön lang nicht. Da musste ich unbedingt mal einen Vakuumhopper hinbauen. Damit ich das ganze Holz, was da, die ganze Items, wo da rauskommen, dass ich die auch speichern kann. Gold haben wir unten, wir haben Quite Clear unten, wir haben Alu unten. Wir brauchen noch Redstone. Ich habe mich komplett vergessen zu machen, Redstone. Wir können das Ganze, könnten das Ganze soweit vorbereiten, aber nicht starten. Ich habe nur ein Stück Redstone da. Das reicht nirgends hin. Wir können nicht mal die ganze Stromversorgung bauen. Hätte es nicht mir jemand sagen können? Nee, Spaß. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. Entschuldigung. Kommt immer noch Eisen raus. Hallo? Ah, jetzt kommt ein bisschen Lava, aber zu langsam. Ja, wir müssen gucken, dass das Aluminium ist gleich durch. Aber für Pipes brauche ich Redstone, oder? Ein Bollen und ich habe einen Bollen. Das nenne ich mal Glück gehabt. Wo ist denn Mitte gewesen? Hier drunter, genau hier drunter ist die Mitte. An der oberen Plattform, deswegen setze ich dann auch hier das Ganze hin. Ja, ich vermute. Dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich eher sogar aufhören. Dass ich das Ganze. Machen wir erstmal noch hier eine Chest hin. Wo ich das ganze Zeug schon ablegen kann. Kann ich keine. Ach. Das ist ja das Zeug vor hier unten. Wir brauchen das hier, wir brauchen das hier. Nickel haben wir ja einen Haufen jetzt rein gelegt. Ist die. Nee, voll ist ja auch nicht. Okay. Kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Jetzt lernen. Okay. Warum kommt das jetzt hier nicht an? Okay. Kommt jetzt ein Schuss? Hier sind 1000 drin. Ist das ein Anzeigefehler? Ne, ist kein Anzeigefehler. Der will es gerade hier nicht. Ach, der macht die Pipes erst voll. Scheiße. So, da haben wir es. Invar und ganz oben ist Alu. Und Alu, den wir jetzt mal vor. Da kommt Gold. Eisen haben wir schon. Das sind keine 100. Warum fehlen denn das so viel? Ah, ist klar, viel zu viel. Wegen Invar. Aber das geht schon. So müsste schon passen. Gut.
Eigentlich hätte ich es nicht auf den. Ah, der ist schon Heroic. Der hat 150 Mining Speed. Aber ich will lieber Reinforced drauf haben. So, das passt schon mal. Wie viel Alu haben wir denn jetzt? Das müsste ja eigentlich schon reichen. 6, 2, 1. Passt. So, jetzt gibt es gleich nochmal einen Schub. So. Wurscht, ich brauche eh mehr. Aber dass der da unten nichts reinlädt. Die sind schon auf Extract. Also, vielleicht noch neu starten. Die produzieren jetzt alle. Und die sind auch permanent leer. Ja, jetzt kommt was rein. Sehr schön. Dann müssen wir nachher noch ein paar Pipes machen. Wir müssen vor allem Sorting Pipes machen. Zwei Stück reichen nicht, wir brauchen vier. Kind of transfer pipe that will only insert items onto an inventory if the inventory already contains an item of the. Das ist dann nett. Filterpipe ist dann das Richtige. Ja. Ja. Wir brauchen eine Filterpipe und dazu brauchen wir vier verschiedene Farben. Nee, da brauchen wir keine verschiedenen Farben. Das brauchen wir einfach vier Farben und Transfer Pipes. Ja, okay, dann geht's ja noch. Und dann brauchen wir einen Haufen Redstone. Wie gesagt, sollte ich jetzt in der nächsten Zwischenzeit machen. Jetzt sind wir schon wieder beim Invar. Weil das wird hier noch ewig laufen. Das hat keinen Sinn, da jetzt zu warten. Außerdem sind wir bei 720 Minuten. Und reine Aufnahmezeit plus die 3,5 Minuten. Ne, 3,50 waren es davor. Hätten wir es auch wieder geschafft für diese Folge. Ich würde sagen, jetzt gibt es Vorder. Halten wir mal da hinten hin. Wow, wow. Ich brauche noch hier ein Geländer. So. Na komm. Lauf, 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 lauf. So, wenn alles aufkommen. Gucken wir mal, was wir hier reinschmeißen können. Gammelfleisch, Hälfte von der Knoche. Komplettes Gunpowder. Lootbags hier rein. Wir können nochmal eine Rare Lootbag machen. Ja, müssen wir mal jetzt. Wir haben hier zwei Enderperlen und hier gar keine. Okay. Aber Redstone. Potzel. Bacon Hype Hammer, eine Ranch Hammer, Silikon Hammer. Wenn sogar schon Seeds. Wir haben sogar schon Minisio Seeds. Einfach mal so jetzt gemacht, dass wenn wir in naher Zukunft einen Haufen haben, dann das Erdefeld machen können. Enderman Head hat man auch schon von Headcrumbs. Okay, aber dann war's das für diese Folge. Ich gucke jetzt danach, dass ich noch an eine Runde Redstone rankomme, so 20 Stück. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Was ich vor allem auch noch machen muss, ist Silberklein, weil wir brauchen für Thermal auch noch Silber. Fällt mir gerade so auf. Nee, aber dann hätten wir das demnächst mal fertig. Silber? Nein. Silber? Jupp. Nehmen wir noch einen Stack. Gut. So.
halt. Ja, guck mal, da gibt's da schon viel mehr raus. So. So, und dann mehr. Ach, was? Es geht doch 1A. Vor allem, da ich den gar nicht bisher hatte. Nochmal ein mehr. Perfekt. 11 Stück, jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir Gold durchjagen, weil sonst mischt sich's. Also, Gold nach vorne. Sobald die durch sind, kann ich das andere Zeug reinschmeißen. Da, jetzt ist voll. Und jetzt läuft auch unsere Lava-Produktion richtig. Und die Fässer waren auch richtig schön voll. Sehr schön. Gut. Mach ich ne. Ja, egal. Ihr seht ja jetzt den Rest im Zeitraffer, wie ich mir eine Runde Redstone herhole. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.